Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, ich zocke heute Portal, den Klassiker. Ich habe eben gemerkt, dass ich das noch auf dem PC habe und dachte mir, ja, so ein geiles Spiel kann man eigentlich nur nochmal spielen. Deswegen werde ich jetzt hier mit euch zusammen einmal Portal durchzocken und nochmal alles durchleben lassen, was ich schon Ewigkeiten nicht mehr gezockt habe. Das Spiel hat mich so fasziniert. Ich finde das so geil, mit diesen Portal-Kanonen zu zocken. Diese ganze räumliche Erweiterung und diese ganze. Also alles, was dazu gehört, finde ich einfach nur mega geil. So, als allererstes mal die Video-Option hochknallen. Auflösung. Vollbild, Breitbild, erweitert. Oh, da kann ich ja immer schön alles spiegeln. Mittel. Ich habe eine geile Grafikkarte, von daher kann ich alles schön hochknallen. 16, 16 aktiviert. Bewegungsschärfe kann ich, sichtbarer Bereich. Aktiviert. Hi, ja. Verwende gegebenenfalls den Blumen-Effekt. Windows Area erweitert. Okay. Anwenden. Oh, das sieht doch schon mal ziemlich geil aus. Ja, dafür, dass das Spiel schon relativ alt ist, ne? Sieht es doch gut aus. Okay. Erstellen wir ein neues Spiel. Testkammer 1. Weiter geht auch noch nicht. Neues Spiel starten. Cool. Ja, genau so habe ich das in Erinnerung. Was ich für eine schöne Wohnung habe. Hier kann man sich doch zu Hause fühlen. Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Oh. Abitur. Ich muss den Ingame-Sound ein bisschen leiser machen. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt. Ah, oh, ist immer noch zu laut. Okay. Teil in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas. Por favor, perdón, fallar muchos. Vorsicht, das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Wie schön meine Figur leider schon aussieht. Ich bin eine wunderschöne Frau. Das hat meine Mutter auch immer gesagt. Dummer Spruch zu Anfang. Nicht ernst nehmen. Kann nur schlimmer werden. Oh, diese Portalgeschichte ist so cool. Wenn ich überlege, was das für Futures in Spiele bringen könnte, aber das nutzt ja kein Arsch. Alle Spieleentwickler sollten auf so räumliche Erweiterungen bauen. Cool. Und ich habe mich schon immer gefragt, wie die das machen, weil ja. Also, wird der Raum einfach unendlich oft berechnet zur Not oder. Ja, ist ja egal. Kümmert uns nicht, wir zocken einfach das geile Spiel zu Ende. Guckt euch das an, wir sind aus einem Rausraum gekommen, ohne ihn zu verlassen. Ja. Wunderschön. Dieser Würfel gehört, so vermute ich, auf diese Fläche. Gut gemacht. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte, zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Den beschwerten Speicherkubus. So, so. Der Kubus. Gibt's da nicht auch diesen besten Freund-Kubus?
Ich habe schon so lange nicht mehr gezockt, aber ich... Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast-Superkollisions-Superknopf. Wie bitte? Schwerlast-Super... Was? Ah, das wechselt nach der Zeit. Komm schon. Oh! Jetzt ist der Kubus da und ich nicht. Na komm, ich will hier raus. Ah. So, da muss der drauf. Perfekt. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Bla bla. Die schreibt einem immer ganz schön viel vor, muss ich sagen. Aber... Naja, wenn sie es nicht besser weiß. Oh, wie geil ich dieses Spiel finde. Es ist einfach... Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Ladedaten. Das dürfte jetzt nicht allzu lange dauern. Ja, wunderbar. Ich habe eine schnelle SSD-Festplatte. Sie machen das sehr gut. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Das ist aber beruhigend. Dieser von ihr nicht vorhandene Humor. Also es ist ja schon Humor, aber... Es ist einfach so geil. Sehr gut. Mit welcher... Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Klicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus... Sicherheitshinweise. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. In der Tat. Soll ich mal da oben runterfallen? Oder von der Decke? Komm, ich fall mal von der Decke. Das ist die Frage ab. Oh! Da hat sie es erledigt. Ja, diese physikalischen Änderungen. Oh! Wenn man den Raum betritt, beziehungsweise man erzeugt ja dann auch quasi eine Raumkrümmung. Also, nee. Tut man nicht. Ah, ich finde diese Spielerei mit den Portalen einfach mega lustig. Ich frage mich immer, an welchem Punkt man dann rausfällt. Sobald das Fadenkreuz auf der anderen Seite ist, ja. Und das Fadenkreuz ja mittig vom Bildschirm ist, ist es auch mittig vom Körper, wenn man nach unten guckt. Und dadurch... Sobald der Schwerpunkt über die Kante getreten ist. Also wenn man durch diese Gitter durchläuft, dann lösen sich, glaube ich, auch die Portale auf. Ja, ich meine schon. Begeben Sie sich in die Kammerschleuse. Wohin? Ja, also das war jetzt eine leichte Übung, ne? Portal schießen, um nach oben zu kommen. Ich weiß nicht genau, ab wie viel Spielzeit man die... Sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Super, damit die auch gefangen sind. Ganz toll. Was wollte ich denn gerade sagen? Achso, ab wann man die zweite Kanone bekommt. Auf die habe ich jetzt echt Bock. Ich liebe diese Spielerei mit beiden Portalen. Was lädt denn der so lange hier? Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Muss
muss ich den jetzt hier hochholen, ne? Oh. Auch das war wieder sehr gut. Das war jetzt auch nicht so schwer. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Das glaubst du doch selber nicht, oder? Also so wie ich die kenne, verarscht ihr uns wieder. Hä? Ah, es gibt noch kein orangenes Portal. Jetzt gibt es eins. Also ich stehe hier, habe das orangene Portal hier. Das heißt, ich kann, wenn ich das blaue da hinten hinsetze, schön hier rüberlatschen. Und ich sehe mich jetzt wie in einem Spiegel, den man vor sich klappt, unendlich oft. Cool. So, Nummer 1 habe ich. Nummer 2 auch. Das war jetzt wirklich simpel. Ich glaube, ich muss euch nicht erklären, wie ich das gerade gemacht habe, oder? Nee. Mach ich auch nicht. Nein, bleib da drauf. Hallo? Das ist so geil. Naja. Ach nee, ich will ja weitergehen, nicht zurück. Stimmt. Da war ja was. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2... Haben wir die Wahrheitsverzerrung jetzt beendet? Hoffen wir doch mal. Ich war jetzt echt eine Zeit lang heiß auf dieses Game. Ach komm, also so oft Ladedaten. So groß ist das Spiel doch gar nicht. Also ich war echt heiß auf das Spiel, weil ich so viel Spaß mit dem Ding hatte. Sicherheit ist eines der Ziele des Enrichment Centers. Doch unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjektwohnort hier. Das ist so cool gemacht, dass die mit ihrem Computergedächtnis, wenn die auf bestimmte Daten nicht zugreifen kann, dass dann die Segmente versetzt werden durch Fehler in so und so oder Subjekt war es nie hier oder. Cool. Warnsignale sind für alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert. Gut, jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. So, jetzt muss ich doch da drauf fallen bestimmt, oder? Ja, fährt der Scheiß auch mal zurück, oder wie? Ja, fein, machst du das. Oh, das war ein bisschen... Oh, jetzt Beeilung. Ja. Nochmal Glück gehabt. Ja, irgendwie durchlaufe ich die Testkammern ziemlich schnell. Aber die sind ja auch alle nicht wirklich kompliziert. Da muss man ja auch nicht wirklich überlegen. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, was jetzt noch alles kommt. Ich hoffe mal, die werden noch anspruchsvoller. Aber ich denke schon. Ah, hier ist sogar ein... Ist das ein Barcode-Scanner auf meiner Waffe? Sieht so aus. Beachten Sie, Nummer 8. Dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt kann ich sogar sehen. Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück.
Hier steht sogar, was man machen muss. Das finde ich richtig cool. Also man darf von den Dingern nicht getroffen werden, von diesen Kugeln. Das tötet dann anscheinend. Die Kugeln müssen in diese Vorrichtung geschossen werden. Man sollte nicht schwimmen, weil dann stirbt man. Und man sollte das Wasser nicht trinken. Was ist denn hier noch so alles möglich? Würfel, Portal, Springen. Ach, diese Schießviecher. Genau, die gab es ja auch. Diese Roboter, die einen abknallen wollen. Und der Kuchen, den es nicht gibt. Stimmt. Ach, geil.